einen Sommer lang fragen Medien, was man denn nun verbieten müsste. Was das denn alles kosten sollte. Und dabei ist doch die einzige Frage im Raum. Was zur Hölle fällt euch ein, nicht alles zu geben, um diese Katastrophen, die großen Katastrophen zu verhindern? Was zur Hölle? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir einen Wahlkampf erlebt, einen Sommer erlebt, den es so noch nie gab. Wir haben jede demokratische Partei dazu gebracht, sich zu Klimaschutz zu committen, 1,5 Grad aufzuschreiben. Wir haben sie programmatisch so weit getrieben, da wollten sie niemals hin. Das war möglich durch uns, nur durch uns. Wir haben die Parteien. Wir haben die Parteien dazu gezwungen, einen Sommer lang über Klimapolitik zu reden, obwohl ihre Programme überhaupt nicht ausreichen. Und das wissen sie auch selbst. Kein Wunder, dass sie dann lügen müssen, Herr Laschet. Ein Sommer lang musste sich Olaf Scholz anhören, dass sein durchgeknallter Plan, Kohle bis 2038 laufen zu lassen, zum Scheitern verurteilt ist. Einen Sommer lang haben wir der Politik vorgehalten, dass es nicht reicht. Und sie wissen es besser denn je. Einen Sommer lang haben wir das Scheitern deutlich gemacht und der Klimakrise die Bühne gegeben. Einen Sommer lang haben wir mit denen gestanden, die von den Fluten, von den Bränden, von den Stürmen betroffen sind. Einen Sommer lang haben wir die Klimakrise auf die Bühne gebracht, auf der sie niemand haben wollte. Das waren wir. Nur wir.